Ja, grüße dich. Heute gibt es einen neuen 1-Minute-Wirklichkeitsflow. Und es geht heute um deine Atmung, um deinen Hüftbeuger. Ich erkläre dir kurz auch gleich, wie das zusammenhängt. Und somit auch für deinen unteren Rücken. Also wenn du ein Hohlkreuz hast zum Beispiel, ist die Übung heute sehr, sehr gut für dich geeignet. Oder wenn du gerade unter Atemproblemen leidest, also nicht richtig tief atmen kannst. Und da sind wir direkt schon beim Thema. Viele, die nicht richtig atmen können, da hört man immer, ja, du musst dein Zwerchfell befreien, was auch vollkommen in Ordnung ist und richtig ist. Das Thema ist halt nur, das Zwerchfell bekommt man nicht richtig befreit, wenn man nur am Zwerchfell arbeitet. Warum? Weil wir haben, ich sage jetzt mal, ich versuche das jetzt wirklich einfach zu halten. Wir haben eine Faszie, die im vorderen Bereich quasi da ist und die ist mit den Hüftbeuger verbunden. Also, die Faszie verbindet das Zwerchfell und den Hüftbeuger miteinander. So, das heißt wiederum, wenn du viel sitzt oder wenn du viel Bewegung hast, wo du dein Bein ständig hier anwinkelst, also viel joggst zum Beispiel oder Sportarten betreibst, wo du viel sprintest, dann ist der Hüftbeuger sehr stark aktiv. Und wenn du halt sitzt, ist er immer in einem Gewinkelbereich aktiv. Und das kann zum Beispiel der Grund sein, warum du auch schlechter Luft bekommst. Weil auch mal ganz logisch gedacht, wenn der Hüftbeuger zu stark ist, dann bringt er dein Becken hier in die Position. Und jetzt schau doch mal auf meinen Oberkörper, was passiert, wenn ich hier mein Becken kippe. Ich komme nach vorne. Mein Brustkorb fällt hier ein. Mein Brustkorb fällt auf mein Zwerchfell ein sozusagen. Somit kann das Zwerchfell sich nicht richtig auseinanderziehen und sich zu richtig zusammenziehen. Ja, so und das wird alles durch den Hüftbeuger eingeleitet. Und über die Faszie ist das auch noch miteinander verbunden. Das heißt wiederum, wenn du jetzt nur hier befreist, ist das nicht wirklich effektiv. Deswegen ist es wichtig, die ganze vordere Faszie, ja, das geht hier bis zum Leistenband, das musst du befreien. Und das werde ich dir heute zeigen und werde dir da ja eine Übung präsentieren, die auch hier wieder den Unterschied auch ausmacht. Du kannst gerne mal folgendes: Atme mal tief ein und aus und schau mal, wie sich das anfühlt. Wenn wir mit der Übung fertig sind, machst du das Ganze nochmal und da wirst du schon einen Unterschied spüren. Okay, jetzt erkläre ich dir erst einmal kurz die Übung. Wie funktioniert das? Und zwar, du machst einen Ausfallschritt. Wichtig, beim hinteren Bein ist die Ferse in den Boden richtig reingedrückt. Ja? So, jetzt schiebst du hier das Becken nach vorne und wippst da zwei, dreimal rein. Und dann wechseln wir. Ja? So, das ist aber noch nicht alles. Jetzt kommen die Arme dazu. Das heißt, du schiebst dein Bein hier nach hinten. Umso weiter du dein Bein nach hinten schiebst, desto mehr Zug hast du dann auch hier drauf. Ja? Also darüber kannst du das dann auch steuern. So, du bestimmst halt einfach selber. Am Anfang würde ich dir empfehlen, mach den Schritt erstmal nicht so groß, ist einfacher umzusetzen. Weil du musst das Becken wirklich hier richtig aufziehen, damit du hier einen Zug reinbekommst. So, dann Becken hier hoch, Arme streckst du nach oben und jetzt, wichtig, nur mit dem Becken arbeiten, die Arme streckst du nach oben. Dass mein Oberkörper nach hinten kommt, liegt daran, dass ich hier mit dem Becken arbeite. Und die Arme öffnest du hier. Du machst so eine Dreh-Wipp-Bewegung mit den Armen nach oben. Du atmest dabei aus. Dann gehst du wieder in die Neutralposition. Das ist diese hier. Da atmest du ein. Durch die Nase. Ganz wichtig. Durch die Nase einatmen. Dann also du wippst und in diesem Wippen machst du so Stoßwellen ausatmen sozusagen. Ja? Ja, das ist die Übung. Die machen wir jetzt 1 Minute lang. Und die wird dir richtig, richtig gut tun. Das ist zum Beispiel eine Übung, die sich auch sehr gut eignet, jeden Morgen zu machen und an der frischen Luft zu machen, weil du ja auch dabei schön atmest und du besser atmen, also deine Atemtechnik soll ja verbessert werden. Und das kriegst du damit hin. Du kannst übrigens auch, wenn du deine Atemtechnik verbessern möchtest, kannst du auch mal Folgendes machen. Du atmest ein und jetzt erst aus.
Wieder ein. Und jetzt erst aus. Das empfehle ich dir aber erst, wenn du schon ein bisschen freier bist. Ja? Das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Atemtechnik, die dich auch sofort von Stress befreit und dein Stresslevel senkt. Und das ist halt mit einer Faszienübung noch kombiniert. Somit ist es halt das Ganze auch noch viel, viel effektiver. Ja? Also das ist nur der Tipp. Das kannst du gerne jetzt in der Minute so machen. Ich mache das jetzt so, wie es erstmal für jeden geeignet ist. Also ich werde in der Neutralposition einatmen und beim Wippen ausatmen und dann wieder einatmen. Ja? Ansonsten, wenn du schon ein gutes Gefühl hast, wenn du schon frei bist, atmest du ein. Und dann erst aus. Okay? Gut, das machen wir jetzt eine Minute lang. Stellen wir mal einen Timer. Und dann ist los. Ich zeige das so von der Seite. Ja? Ist, glaube ich, besser. Okay. Und Action. Und jetzt mal von vorne, damit du. Okay, das war's, das ist die Minute rum. Ja, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt atme nochmal tief ein und aus und schau mal, ob du jetzt einen Unterschied merkst zu vorhin, ob du eventuell vielleicht tiefer atmen kannst, ob das einfach sich hier freier anfühlt und ja, wie sich das die Atmung an sich anfühlt. Also da wirst du auf jeden Fall jetzt einen Unterschied merken zu vorher. Ja? Kannst du gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben. Interessiert mich auf jeden Fall mal, was du spürst oder wie du den Vorher-Nachher-Effekt halt, wie es da bei dir aussieht. Das interessiert mich auf jeden Fall. Deswegen einfach mal unten in die Kommentare unter diesem Video einfach mal kommentieren. Ja, das war's dann heute auch schon wieder. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Mittwoch und wir sehen und hören uns dann am Wochenende wieder, wenn es heißt Weekend Flow Time. Also bis dahin, ciao, dein Tobias.